Das ist aber der falsche Finger. Okay. Sag mir Twitch auch, dass ich live bin. Ich war so lange nicht mehr live. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Was muss ich machen? Ich habe auf Knöpfchen gedrückt, dass ich live bin. Ich sehe was. Ja, es hat was funktioniert. Jetzt muss ich nur gucken, dass man euch nicht doppelt hört. Ja, ich trinke kurz meinen Kaffee. Und warte noch mal ein Momentchen. Vielleicht funktioniert ja mein Discord-Bot heute auch und sagt, yo, online. Guckt mal rein oder so. Erstmal ein Schlückchen trinken. Oh. Ich wollte nämlich was machen. Ich habe gedacht, vielleicht will ja jemand zugucken. Und zwar wollte ich heute Farmlehre machen. Ohne diese wichtigen Grundfarben. Ich habe heute auch mal ein Chatfenster reingepackt. Hier im Streamlabs. Ich weiß noch nicht, ob der funktioniert. Der müsste genau hier so sein. Hier so in der Ecke. So ein Chatfenster sein. Mal sehen, ob das funktioniert. So. Das hier habe ich schon mal gemacht, hier live. Das habe ich schon mal hier erklärt. Mit den Sekundär- und Primärfarben und so. Ich habe den Kreis auch noch mal gemacht. Mit mehr Abstufungen. Den habe ich jetzt tatsächlich nur mit diesem Kasten hier gemacht. Nur diese fünf Farben. Habe ich alle Farben schön gemischt. Und die Grautöne. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das Ding richtig zeigt. Aber ich finde, die Farben sehen sehr dumpf aus. Tatsächlich. Das kann hier an dem Set liegen, weil das nur Studentenqualität ist. Also nur Studentenqualität. Anführungsstrichen kann man das sehen. Aber dieses Rot hier, das soll ein knalliges Rot sein und es wirkt halt so dumpf. Das mag ich nicht. Darum wollte ich heute was anderes testen. Vor allem, weil ich ja letztens ein Bild angefangen habe. Mit diesen Farben. Und da sind auch keine Grundfarben drin. Dafür haben wir hier aber andere Farben. Zum Beispiel ein kühles Gelb, ein warmes Gelb, ein warmes Rot, ein kühles Rot, ein warmes Blau und ein kühles Blau. Genau. Und damit kann man auch arbeiten. Und das wollte ich heute mal lernen. Oder mal besprechen. Ich hatte hier schon was vorbereitet. Das wollte ich auch mit günstigen Farben machen, tatsächlich. Die habe ich hier auch liegen. Jetzt überlege ich nur, ob ich erstmal hier mitmischen soll, kurz. Damit man sehen kann, was ich meine. Und dann mit den günstigen. Ich glaube, wir machen mal eben hiermit noch schnell ein Beispiel. Habe ich hier irgendwo noch ein Blättchen übrig, ein leeres? Nur so angefangene Sachen sind nicht leer. Kommst du gleich dran? So. Und zwar. So, ja, ich habe auch günstige Pinsel hier. Die werde ich auch benutzen. Ich habe tatsächlich nachgeguckt nach den günstigsten Alternativen. Und habe gesehen, dass man, ich glaube, bei Action war das jetzt, ein Set mit Farben kriegen kann für nur 2 Euro. Das habe ich mir jetzt nicht geholt, aber ich hab noch Gouache hier und da habe ich mir die Farben rausgesucht aus meinem Set. Das würde ich dann gleich machen. Ich zeige nur eben schnell, was ich denn meine. Jetzt ist mein. Ich habe heute so riesige Wassergläser. Guck mal, wie nah die an der Kamera sind. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. Und zwar habe ich hier das kühle Gelb. Kann man das sehen? Ich hoffe ja. Ich komme kaum an das Wasser dran. Ich muss das hier, glaube ich, ein bisschen umstellen. So, wir haben hier ein kühles Gelb. Das ist so schön knallig. So, ich mache das auch noch hier oben hin. Ich nehme den Pinsel sauber. Jup, jup, jup. Und ein warmes Gelb. Das hier. Ich will das nur schnell zeigen. Wo denn da die Unterschiede sind. Ich glaube, ich habe das auch mal schon mal angesprochen hier. Aber ich wollte noch mal schnell so eine Liste fertig machen. So, das kann ich auch mit dem Gelb mischen. Dann sieht das ein bisschen anders aus. So. Wir
Ich muss mir das mit dem Wasserpöttchen, glaube ich, umstellen. Ich halt hier genau die Kamera habe und dran hängen bleibe. Soll ich mir das hier noch ein bisschen mehr mischen? Dann sieht das aus wie so ein neutrales Gelb, wie wir das gelernt haben. Im Kindergarten oder Grundschule. Keine Ahnung, wo wir das gelernt haben. So. Dann hätte ich hier noch ein warmes Rot. Und das müsste zum Gelb hin. Weil Gelb halt wärmer ist als das Blau. Dann mache ich das direkt hier hin und mische das auch zusammen mit diesem Gelb hier. Und es wird ein wunderschönes Orange. Da beißt sich nichts. Gar nichts. Ich mache das aber auch nochmal hier so hin. Julia Sophie ist da. Haha, wie geht es dir? Funktioniert der Chat? Ja, der funktioniert. Ich habe eine Chatbox mit reingepackt. Ist die so okay oder ist die zu klein? Ich zieh die mal ein bisschen größer. Jetzt ist sie weg, weil ich sie angezogen habe. Mist. Muss ich warten, bis gleich wieder was geschrieben wird. Wie geht es dir? Erzähl, erzähl. Ich war so lange nicht da. Ist irgendwas vorgefallen? Oh, ich muss noch erklären. Ich will das auf YouTube hochladen, darum möchte ich da ein bisschen mehr erklären. So, jetzt habe ich hier noch ein Rot. Das ist ein kühles Rot, weil da ein bisschen mehr Blau drin ist. Auch wenn das jetzt nach so einem Rosarot aussieht. Das kann ich auch hier mitmischen. Und dann kriegt man so ein neutrales, knalliges Rot. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Oh! Vielen lieben Dank für dein Abo. Schön, dass du da bist, Freddy. Wie geht es dir? Danke, danke. Ich weiß, ich war so lange nicht da. Es tut mir leid. Ich war eine Woche nicht da. So, das ziehe ich jetzt hier auch rüber Richtung Blau, dass er blau hinkommt. Ich will das hier nur schnell erklären, ganz kurz. So. Wo denn hier der Unterschied zwischen den Rottönen ist? Oder den Gelbtönen? Oder den Blautönen? Ah, das freut mich. Ja, ich wollte nochmal, ich mache heute nochmal Farbenlehre. Und zwar diesmal nicht nur mit Cyan und Magenta wie hier, zwar kriege ich damit auch ultra viele Farben raus, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel im Laden seid und euch Farben kaufen wollt, da kriegt ihr die meistens gar nicht. Darum mache ich heute mal Farbenlehre mit anderen Farben. So, ich brauche ein bisschen Wasser, aber nicht zu viel. So, wir machen hier weiter. Dafür brauche ich jetzt ein warmes Blau. Ich habe hier zwei Blautöne. Und ich weiß, der hier, der ist so ein bisschen wärmer. Der geht so mehr ins Violett, sage ich jetzt mal. Hier, guckt euch das an. Guck mal, wenn ich doch nur mehr Farbe nehmen würde. Hier. Das ist ein warmes Blau. Und das macht mit diesem kühlen Rot einen schönen Lila-Ton. Tatsächlich. Nicht so wie mit anderen Farben, da kriegt man ja nur so Matsche raus. Weil das Blau meistens... Also entweder ist das Blau halt zu kühl. Oder das Rot zu warm, also zu gelblich. So, ich wollte nochmal hier nochmal so mischen. Ich wollte nämlich auch die, wie hier, die beiden Gelbtöne nochmal in ein Gelb mischen und die beiden Rottöne in ein Rot. Dann wird das nochmal richtig schön knallig. So, jetzt nehmen wir das letzte Blau, das ist das kühle Blau, das hier, hier, seht ihr, das unterscheidet sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber hiermit kann ich so ein schönes Grün machen. Mit dem anderen Blau würde ich nur so ein Matschegrün kriegen. Oh, ich sollte das nicht mit dem Grün mischen. So, aber ich kann das auch nochmal hier reinmischen und dann kriege ich nochmal so ein kräftiges Blau, wobei das hier schon recht kräftig ist. So, jetzt schnappe ich mir nochmal das Gelb, das schon getrocknet ist, und mache das hier nochmal rein, um so ein helleres Grün zu kriegen. Seht ihr, man kann damit nämlich auch schön knallige Farben mischen. Man sollte nur wissen, wie das geht und vielleicht warum. Genau, da kann ich jetzt auch nochmal die Unterschiede zeigen. Gut, bei dem Gelb, ja, das Gelb ist ja auch hier drin.
Ich glaube, da wird man jetzt nichts sehen, wenn ich jetzt dieses Gelb mit dem Rot mische oder dieses Gelb mit diesem Rot hier. Aber ich weiß, mit dem Rot und dem Blau sieht man Unterschiede, genauso wie mit dem Blau und dem Rot. Darum mache ich das jetzt noch mal eben schnell. So, ich nehme mir hier das kühle Blau. Und das mache ich hier so hin. Und mische das. Pinsel, bleib in meiner Hand. Ich mische das jetzt mit dem warmen Rot. Das hier, das ist dieses Rot-Orange. So, und wenn ich das mische, kommt Matschi raus. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gehabt. Wow. Es geht schon fast ins Grünliche. Einfach, weil der Rotton zu viel Gelb drin hat. Komm her, Pinsel. Ich bleib an der Kamera hängen. Entschuldigung. So, was hatten wir noch? Nochmal das kühle Blau. Das hier ist das kühle Blau. Das jetzt mit dem kühlen Rot. Obwohl beide kalt und kalt sind, sollte ich trotzdem nicht so einen schönen lila Ton wie hier hinkriegen. Trotzdem ein lila Ton, aber nicht ganz so hübsch. Meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viel Gelb hier drin ist. Zu viel Blau. Das sind so Sachen, die man immer ausprobieren muss. Ja, hier kriege ich auch so einen Ton hin, so einen lila Ton, aber der ist ziemlich dunkel. Habe ich hier das falsche Blau genommen? Nee, aber wie gesagt, hier ist zu viel Gelb für sowas drin. So. Das wollte ich nur mal kurz erklären. Jetzt komme ich zu dem Test, den ich machen wollte. Dafür muss ich das Blatt wegmachen. So, nebenbei, das hier ist auch das Papier vom Action. Also ich habe extra geguckt, dass ich nur günstiges Zeugs wieder verwende, damit die Leute das auch, ne, falls jemand das mitmachen wollte oder auch ausprobieren wollte. Dass man das ruhig machen kann. Wie gesagt, die Farben, die ich jetzt rausgesucht habe, die habe ich auch beim Action für 2 € gesehen. Nun, das sind jetzt diese Farben. Also sind nicht genau die Farben oder nicht die Marke, die man beim Action kriegt, aber die Farben, die hier draufstehen. Ich weiß nicht, kann man das lesen? Hier, so steht das. Ich glaube, es geht. Die standen zumindest auf der Verpackung da. So, ich hatte hier schon mal vorbereitet. Und ich nehme auch die günstigen Pinsel vom Action. Die haben auch nur 2 € gekostet oder so. Die Palette, die ist jetzt, die habe ich mir so geholt. Aber da das Gouache ist, kann man sogar einen Teller benutzen. Die sind wasserlöslich. Die brauchen nicht so viel. So. Kann man das sehen? Sekunde, da steht was. Ich habe eine Chatbox reingepackt. Ich wollte mal gucken, wie die funktioniert. Ich hoffe, dass sie okay ist. Weil wenn ich das auf YouTube hochlade und ich mit euch rede, dann sieht man ja nie, was ihr so schreibt. So. Ich wollte mir jetzt hier oben in den Kästchen erstmal so ein paar Swatches machen. Da ich dafür aber nur so kleine Felder brauche, glaube ich, gehe ich direkt mit dem Pinsel hier rein. Ich will das jetzt hier nicht schmutzig, also nicht zu viel verballern von dem Material. So, nebenbei die Farben jetzt hier von der Tesa, die waren auch nicht teuer. So. Jetzt hier erstmal das Weiß. Die schon mal geswatcht. Ich habe mir auch die Kiste fertig gemacht, dass sie so ähnlich wie Jelly Gouache sind. Aber da sind halt alle drin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es von der Tesa auch das kleine Set? Ich glaube, das kleinste Set, was ich gesehen habe, ist mit 24 Farben. So. Das Weiß. Muss nur gucken, dass der Pinsel nicht zu nass ist, wenn ich direkt in die Tube greife. Und der darf auch nicht schmutzig sein, sonst wird alles schmutzig. Und das will ich nicht.
Sekunde. So, aufpassen. Ich sollte immer ein Feld überspringen, weil das ist ja noch nass. Oh, die Kamera findet, sieht sogar das Weiß. Also wenn ich jetzt hier drauf gucke, sehe ich das Weiß gar nicht so gut. Aber in der Kamera sieht es so gut aus. So, überspringen wir das Gelb. Als nächstes war in dem Set das Ockergelb. Jetzt ein bisschen aufpassen, ich will hier nichts anderes einsauen. Farbe, verteil dich. Ich glaube, ein flacher Pinsel wäre zum Kästchen ausfüllen besser, aber mit dem käme ich jetzt nicht in die Truben rein. Ja, gefällt mir so. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich finde das ein schönes Ockergelb. So, das. Ich komme hier dauernd dran. Ich muss das hier irgendwie umstellen, glaube ich. Da war gerade was im Discord. Habe ich endlich meine Nachricht bekommen? Hat mein Bot endlich gesagt, dass ich online bin? Ja. Mein Bot hat funktioniert. Ich muss hier mal eben ein bisschen was wegräumen, damit ich die Wasserdinger woanders hinpacke. Habe ich hier aber die Kabel und die Technik. Oh, das wird lustig. Ich habe jetzt schon Spaß. Wo kommst du denn hier, Kabel? Du gehörst hier gar nicht hin. Ist das Ladekabel von meiner Armbanduhr? Es fliegt hier einfach so rum. So, ich überspringe hier wieder einen Rotton. Ich hoffe, dass mein Pinsel sauber ist. Und klau den wieder hier so. So. Ja, ich hoffe, dass die Farben auch wirklich so aussehen wie aus dem günstigen Set. Weil sonst erkläre ich euch jetzt irgendetwas und dann könnt ihr das gar nicht günstig nachmachen. Das wäre doof. Aber ich habe jetzt nicht eingesehen, nochmal extra loszufahren. Nur um 2-Euro-Set zu holen. Wenn ich doch Farben hier habe, so einen Riesenhaufen. Acryl habe ich halt auch noch da. Aber ich mag Gouache lieber, das trocknet viel schneller und so. Ja. Es kommt nach der Reihe ein Grünton, das ist komisch. Aber okay. Ich habe mir die hier genauso hingelegt, wie ich das auf dem Artikelfoto gesehen habe. Das war wirklich mit das günstigste, was ich sehen konnte. Dup, dup, dup. Dup, dup, dup. Ja, was kann ich denn noch so erzählen, während ich hier die Swatches mache? Außer, dass ich Gouache mag. Aber leider eignet sich Gouache nicht für größere Bilder, die man irgendwie aufhängen möchte oder so, weil es nicht besonders lichtintensiv ist. Der Farbton soll ein bisschen transparent sein, da muss ich mal gucken. Obwohl, das ist Ultramarin, das muss doch deckend sein. Da waren die anderen transparent. Nee, das sieht nicht transparent aus. Geh auf, du kleine Tube. So.
kann ich denn noch erzählen? Seid ihr denn eigentlich alle in Sicherheit? Gab's doch letzte Woche so einen Sturm mit Überschwemmung und so. Und man muss dazu sagen, ich wohne in der Nähe von Hagen und Hagen hat es richtig hart erwischt. Ich bin da gestern hergefahren und es sah teils aus, als ob da so eine Apokalypse begonnen hätte. Die ganzen Straßen schmutzig, alle Läden zu und an den Gehwegen ganz viel schmutziger Schrott und so, weil alles, was man so aus dem Keller rausgeholt hat. Es war richtig schlimm. Aber euch allen geht's hoffentlich gut, oder? Ich habe hier den falschen Farbton genommen, glaube ich. Muss ich mal eben kurz gucken. Lebst auf einem Hügel. Das ist ja cool. Dann geht's dir ja gut. Das freut mich. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Deep Green genommen. Das stimmt aber gar nicht. Der letzte Farbton war ein Schwarz. Wo gehört denn Deep Green jetzt hin? Müsste hier hingehören. Ja, ich sortiere alles. Falls es doch niemandem aufgefallen ist, ich bin ultra pingelig und ordentlich. So. Was habe ich denn das Grün genommen? Da habe ich mich wohl vergriffen. Oh. Die Stadt ist auf einem Hügel. Okay. Ja, da wo ich arbeite direkt an der Ruhr und die ist halt auch übergelaufen. Also, wir haben dann da so einen Garten verarbeitet. Und vom Garten aus kannst du halt in die Ruhr reingucken. Und das war schon ein bisschen krass. Also, der Garten gegenüber, der war komplett überschwemmt. Da hatten wir auch nochmal Glück. Wir haben dann den letzten Tag, den wir im Büro gearbeitet haben, haben wir noch schnell die Server aus dem Keller rausgeholt. Weil wir Angst hatten, dass das alles überlaufen wird. Ist, glaube ich, auch nicht passiert. Hoffentlich nicht. Weiß es nicht. Jetzt habe ich da so ein Schmutzi. So, in dem Set ist auch noch ein Braun drin. So. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nur die dunklen Farben geswatcht. Wie geht es dir? Was machst du so? Ja, ich hab Farben geswatcht. Und ich trinke mal eben einen Schluck Kaffee, Sekunde. Lecker. So, jetzt sollte das hier trocken sein, dass ich die nächste Reihe machen kann. Ich hoffe, der Pinsel ist auch schön sauber. Muss nur aufpassen. Wie gesagt, Gouache ist wasserlöslich. Ich kann das alles hier noch abheben mit Wasser. Oder anheben? Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Jetzt kommen die hellen Farben, glaube ich. In dem Set hier ist schon anders als das, was ich gerade eben erklärt habe. Hier ist kein warmes Gelb drin. Hier ist nur ein Gelb drin. Ja. Aber wir wollen ja auch mit solchen Farben irgendwie alle Farben mischen. Richtig? Und theoretisch sollte das auch möglich sein. Vielleicht nicht ganz alle, aber viele. Zumindest hier mit dem Gelb, diesem Rot und dem Ultramarin kann man sehr, sehr viel mischen. Ich hätte mir aufschreiben sollen, was ich heute alles besprechen möchte. Na, vielleicht mich besser darauf vorbereiten sollen.
Es geht ja nicht nur um die Vermischungen, es geht ja auch noch um ein paar andere Sachen, die ich auch noch zeigen wollte. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das noch finde. Man zum Beispiel selber Farben raussucht und sich dann mischt. Weil vielleicht seht ihr ja gar nicht, dass das eine jetzt, weiß nicht, ein warmes Blau ist. Und ein kühles Blau. Man denkt sich so, ja, Blau ist doch immer kalt. Oder nicht? Ja, aber wenn es so ein bisschen ins Violette geht, dann ist es wieder warm. Ich krieg die Tube nicht auf. Ist das jetzt? Das ist Subgreen. Oh, wow. Wow. Keine Ahnung, warum diese Komplementärfarben direkt nebeneinander sind. Aber in dieser Verpackung, da war das so. Auf dem Foto zumindest. Und ja, dieses Grün hatte irgendwas in der Tube schon, was sich so abgesetzt hat. Deswegen ist das so ein bisschen flüssiger und transparenter. Ich versuche das jetzt hier so zu mischen. Na, einfach noch eine Schicht drauf. Ja. So, ich hoffe, das mit dem Blau hier geht. Das sieht nämlich so anders aus. Das hier ist nämlich das warme Blau, nicht das kühle. Wobei Ultramarin eigentlich so ein neutrales Blau ist. Das hier müsste das kühle Blau sein. Aber ich denke trotzdem, dass ich mit Ultramarin und diesem Crimson Red heißt das, dass ich damit ein relativ gutes Lila hinkriegen sollte. Mit etwas Weiß, vielleicht sogar so einen Lavendelton. Das sollte machbar sein. Weil ich habe zwar erklärt, man kann mit Cyan, Magenta und Gelb alle möglichen Farben mischen, das macht euer Drucker ja auch. Aber oftmals braucht man gar nicht so viele Farben. So natürliche Farben kann man eigentlich schon hier mitmischen. So unnatürliche Farben jetzt, da braucht man dann schon so ein Magenta oder so. Oder knallige Blumentöne, da braucht man das auch noch. Aufgehen, kleine Tube. Ja. Außerdem habe ich gerade eben so einen Auftrag, in dem ich sitze, so ein Bild fertig malen, aber mit Acryl. Mit Acryl habe ich schon wieder so ewig nicht mehr gemalt. Und dann ist das auch noch so ein großes Bild. Ich sitze aber heute und denke, dass das hier nicht so deckend wurde, nervt mich. Vielleicht gleich doch noch mal eine Schicht drüber. Jetzt kommt erstmal Schwarz dran. Das Schwarz ist deckend. Das hat nämlich auch wieder so ein. Ja, das hat sich auch so ein bisschen abgesetzt. Wobei die Tuben bei mir im Schrank liegen. Die stehen nicht auf dem Kopf, die liegen. Muss so ein bisschen gucken, weil je nachdem, wie ich das male, habe ich da so eine Reflexion drin. Mit dem kleinen dummen Grün nervt mich. Ja, ihr seht jetzt auch noch den Glanz, ne? So. Ich habe die Farben jetzt einmal geswatcht. Ist eine gute Auswahl, finde ich. Damit kann ich sehr viel anstellen. So, jetzt wollte ich hier drin auch nochmal so einen Farbkreis machen, wie der hier.
Allerdings mit anderen Farben. Und zwar nehme ich auf jeden Fall das Gelb. Ich benutze beide Rottöne. Und ich benutze, glaube ich, tatsächlich auch beide Blautöne. So. Und daraus möchte ich jetzt einen wunderschönen Farbkreis machen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Der wird dann ähnlich wie das hier, denke ich mal. Nur nehme ich jetzt hier nicht dieses Ockergelb und der Gelb Yellow Ochre. Ich weiß nicht. Ich nenne es immer Ockergelb. Das ist ja schon wie so ein schmutziges Gelb. Das heißt, da ist schon eine Komplementärfarbe drin. Darum benutze ich das nicht. Die hier wirken ein bisschen reiner, deswegen nehme ich die. So. Dafür habe ich jetzt hier diese Palette. Also, das ist wirklich eine Palette. Die Kamera sieht das noch nicht so gut. Wie gesagt, man könnte dafür auch, weiß nicht, einen Teller oder so nehmen. Kann man denn den skizzierten Kreis sehen? Ja, man kann die Skizze sehen. Das ist gut. Muss ich nur gucken, dass alles auch wieder gerade auf der Kamera ist. Und was kann ich noch machen? Ich wollte die hier ausprobieren, weil ich die so gut wie nie benutze. Ich habe so wie Bob Ross habe ich so Spachtel zum Mischen. Ja, ein aus Metall. Ich weiß nicht, wie gut der sein wird oder ob der mir hier gleich nur alles zerkratzt. Ey, das mag ich nicht. Das hier finde ich irgendwie besser. Ich denke mal, auf Porzellan wäre das hier besser, aber das hier ist nur Plastik. Also nehme ich jetzt hier auch das Plastikding. Und ich überlege gerade, ob ich vielleicht einen anderen Pinsel nehmen sollte dafür. Ich habe ja den hier jetzt genommen, weil der relativ fein war für die kleinen Kästchen. Und ich glaube, für den Farbkreis nehme ich einen von den flachen. Ja, dann nicht. Ich glaube, ich nehme den hier. Wie gesagt, die sind auch vom Action, die waren ultra günstig, 1-2 Euro. Und ich finde die ganz okay. Die haben vielleicht noch so ein bisschen von dem Zeugs drin. Ich glaube, das ist zum Stabilisieren, oder? Ich weiß nicht, was es ist. Macht eure Pinsel vorher immer sauber, bevor ihr da mit in Farbe geht. So. Ich habe mir hier sogar skizziert, wo ich die Farbtöne ungefähr hinhaben möchte, damit das ähnlich aussieht wie dieser Kreis. Wird natürlich nicht perfekt aussehen, weil ich habe kein Magenta hier. Ich habe auch kein Cyan hier. Ich habe dieses Grün und diesen Blauton. Kann das nicht mehr aussprechen. So. Fangen wir an. Ich mache hier ein Klacks Gelb hin. Nicht zu hoch gemacht, oder? Nö. Das brauche ich noch. Ich sollte mir das auch schon mal in so eine Reihenfolge machen. Ich lasse sie auch hier so liegen, dann könnt ihr die Farben sehen. Solange sie mich hier jetzt nicht stören. Und ich fange, glaube ich, einfach schon mal an, das Gelb hier reinzumalen. Das wäre ungefähr hier so. So. Tada! Bisschen Farbe. Das mache ich jetzt schon mal nur zur Orientierung hin, damit ich weiß, bis wohin das Gelb gehen soll und die gemischten Farben. So, jetzt als nächstes dieser Rotton dran. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Spachtel mischen soll oder lieber nur mit dem Pinsel. Ich glaube, mit dem Pinsel ist besser. Dann lasse ich den Spachtel mal weg. Den hat ja auch nicht jeder zu Hause. So, tschüss, Plastik. So, und dieser Rotton. Ist da noch gelb drin? Ich habe hier so nebenbei noch so meinen Lappen und ein Zewa zum Saubermachen. Und auf dem weißen Zewa kann ich dann gucken, ob noch Farbe am Pinsel ist. Das soll ja alles schön sauber sein. Und Katzenhaare selbstverständlich auch. Ganz viele davon. Die sind wichtig. So, und dieser Rotton, den wollte ich ungefähr hier so hinhaben. Jetzt komme ich da nicht dran, ne? So, dann muss das alles hier so ein Orange kriegen. Ich merke, dass der Pinsel, der teilt sich hier, kann man das sehen? Und das sehen, wie er da so Löcher kriegt. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber für das, was ich jetzt hier mache, reicht das, glaube ich. Soll der auch rüber mischen dann.
So, jetzt habe ich hier mein Rot. Das verteile ich hier mal so ein bisschen und dann schnappe ich mir so einen kleinen Tacken von dem Gelb und arbeite mich langsam dahin. Jup, 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 jup. Farbe ist sehr trocken. Ich überlege, ob ich mit ein bisschen Wasser dran soll, aber dann verliert das an Deckkraft. Ich habe so ein mini bisschen Wasser jetzt dazu gepackt. Also ich habe wirklich nur die Pinselspitze ganz kurz an der Wasseroberfläche gehabt. Noch ein bisschen mehr Gelb. Ein bisschen mehr Gelb, ihr könnt das sehen, oder? Ich denke ja. Ist ja alles noch viel zu rot. Und ich versuche die Farbe auch schon rechtzeitig hier so zu mischen, sonst habe ich noch ungemischte Farbe auf dem Pinsel. Und dann schmiere ich mir das ja nur hier hin. Ich komme nicht richtig zum Gelb. Einmal den Pinsel sauber, weil das zu viel rot ist, glaube ich. Ich will den Pinsel sauber kriegen, aber der Pinsel will nicht sauber werden. Ich weiß nicht, liegt vielleicht aber auch an den Wassergläsern, die ich hier... Also hier ist jetzt noch ein bisschen Orange dran, aber ich versuche trotzdem damit schon mal zu mischen und die Wassertropfen hier wegzumachen. So, ich nehme ganz viel Gelb und nur so einen Hauch von dem Orange. Versuche das Katzenhaar nicht mitzunehmen. So, jetzt kriegen wir aber auch diesen warmen Gelbton, den wir vorhin in dem anderen Set hatten. Und ich muss ein bisschen drauf achten, Gouache trocknet dunkler runter. Und ich finde jetzt schon diesen Orange und die Rottöne knalliger als das, was ich hier nur mit Magenta und Gelb gemischt habe. So im Vergleich. Einfach, weil das ja schon reines Rot ist. Na, ich brauche nochmal so ein bisschen Gelb. Hier sind jetzt schon ultra viele Katzenhaare drin, das ist unglaublich. So, um hier den Übergang ein bisschen besser zu machen. Ein Hauch Wasser, weil es schon wieder angetrocknet ist. Und jetzt ist es ultra transparent, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich will hier nämlich auch so einen Übergang hinmachen. Ja, so Farbe mischen ist immer viel rumprobieren, aber ich mag sowas. Ich mach das immer voll gerne. Zu viel Rot mit drin. So. Ja, ich brauche irgendwie was zum Pinselputzen. Im Wasser. Gläschen. So viel Orange an dem Pinsel und das will einfach nicht abgehen, obwohl ich hier so viel Wasser habe. Ich weiß nicht, ob es an dem Pinsel liegt, aber das hatte ich vorhin auch mit dem anderen Pinsel, die jetzt nicht so ultra günstig waren. Hier dieser Übergang, den will ich noch schön haben. Ich die Orangetöne. Jetzt nehmen wir das andere Rot. Ist mein Pinsel sauber? Ich glaube schon. Lass mal so. Jetzt kommt das Crimson Red. Das
ist mehr so ins Rosa, ne? Das ist halt ein kühles Rot. Ih, das krümmelt. Ich komm jetzt hier rüber. Weil ich will jetzt den Pinsel nicht zu nass haben, sonst wird alles transparent. So, den Ton, den wollte ich ja auch hier so ungefähr haben. So, den mische ich jetzt mit dem anderen Rot. Ganz dreist. Man muss dazu noch sagen, Farben haben ja auch so einen gewissen Wert. Ne? Ihr seht ja auch, dass das Gelb um einiges heller ist als dieses Rot. Und man kann generell sagen, die dunklen Farben, die sind ja dominanter als die hellen Farben. Sprich, wenn ich jetzt das Gelb und dieses dunkle Rot mit gleicher Menge mischen würde, wäre es immer noch mehr Rot als Gelb. Einfach weil dieser dunkle Farbton die hellen Farbtöne so auf ist, sage ich jetzt mal. Ich krieg den Pinsel nicht sauber. Ah. So, ich brauche doch noch ein bisschen mehr. Hier vorne. Ist alles wieder viel zu wässrig. Guck mal, dann kriegt man auch wieder einen ganz anderen Rotton raus. Der noch mal knalliger ist. Ich brauche ein anderes Wasserglas. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier die Übergänge ein bisschen besser machen. Muss aber ein bisschen aufpassen, weil das glänzt so stark. Ich glaube, so ist okay. So. Hab für die Beine jetzt nur so eine kleine Fläche genommen, weil die ja schon recht nah beieinander waren vom Farbton her. Die beiden Rottöne, während hier das Gelb und das andere Rot sehr weit auseinander liegt, dass wir hier genug Platz haben, um die unterschiedlichen Abstufungen zu sehen und zu mischen. Auch so lange, um diesen dummen Pinsel sauber zu kriegen. Das C war weg und nimm ein neues. Dass man ein bisschen sauberer ist, dann kann ich nämlich besser sehen, ob der Pinsel sauber ist oder nicht. Ja, ich habe das jetzt hier. Ist leider aus der Kamera raus. Ich hoffe, das ist okay. Ihr wisst, da ist ein C war. Und ich krieg den Pinsel einfach nicht sauber. Guckt euch an, wie viel Dreck da noch drin ist. Hier. Menno. Wir weitermalen, aber ich brauche dafür saubere Pinsel. Sonst sind die Farben doch nicht richtig. Grrr. So. Zu dem Rot kommt jetzt auch noch ein warmes Blau. Und von diesen beiden Blautönen, die wir haben, ist das Ultramarin wärmer. Weil hier ist so ein Tacken Grün drin. So, das mache ich jetzt auch dann hier. So. Weil die auch so weit auseinander liegen, gibt es da jetzt wieder eine größere Lücke. So. Aber zuerst nehme ich mir das Blau, das Ultramarin.
Und wo wollte ich das hin haben? Ich habe jetzt ungefähr hier eingezeichnet, aber ich glaube, ich brauche mehr Platz dafür. Ich packe das mir hier so hin. Mischen, da das Blau, dann geht das hier so rüber. So. Und grundsätzlich sollte man eigentlich beim Farbemischen immer, ist das zur hellen hin oder von der hellen weg? Sagen von der hellen weg. Immer zum dunklen Ton, weil wie gesagt, der dunkle Ton, der ist so dominant, der würde dann alles schmutzig machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel so viel von dem dunklen Blau an meinem Pinsel, wenn ich damit jetzt direkt in das Rot gegangen wäre, hätte ich direkt einen dunklen Ton gehabt und hätte neues Rot da reinmischen müssen. Aber ich nehme jetzt einfach hier ein bisschen Rot und dann nur so eine kleine Spitze von dem Blau. Zack. Seht ihr, wie schnell das schon dunkel wird? Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Ja, doch, kann man sehen. Ich habe hier so krass Delay, deswegen so. Glänzt das schon wieder so krass? Mal ein bisschen dunkler. Schöner lila Ton wird es nicht, glaube ich. Ich nehme noch mal eine Pinselspitze Wasser. Ja, doch, es wird schon so ein Violett. Also hier auf der Palette sieht es nach einem schicken Lieder aus. Aber hier auf dem Papier kann ich es nicht sehen, weil alles noch glänzt. Sieht es denn in der Kamera aus? Dunkel, okay. Und noch mal ein bisschen Wasser dazu genommen und ich werde jetzt mal ein bisschen mehr Blau nehmen, weil wir ja schon fast an dem Punkt hier sind. So. Bisschen mehr von dem Blau. Jetzt muss das Blau ein bisschen rüber wandern. Ich bin mir nicht sicher. Das hier könnte ich noch ein bisschen breiter machen. Dafür muss ich den Farbton jetzt nochmal treffen. Ich versuche den Pinsel sauber zu kriegen. Und der Pinsel will nicht sauber werden. Das ist so nervig. Mein Kaffee wird kalt. So, ich will aber eben nur diesen Farbton nochmal mischen. Warum ist das jetzt okay, dass der Pinsel nicht perfekt sauber ist? Glänzt das Licht so krass? Ich kann nicht sehen, ob der Farbton gut gemischt wurde oder gut getroffen wurde. Aber ich meine, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Rot. Ja, ich glaube, das ist okay. So. Ja, auch die Farben wirken jetzt irgendwie sehr, sehr intensiv. Im Gegensatz hierzu. Und ich weiß nicht ganz, ob man das wirklich sehen kann. Aber diese Farben sind alle sehr dumpf. Die knallen nicht richtig, meiner Meinung nach. Während die hier ziemlich knallig sind. Aber dafür nicht so hell, sage ich jetzt mal. Ich kann es nicht beschreiben. Verdammt, ich hätte mir Wörter aufschreiben sollen.
So. Ich versuche den Pinsel wieder sauber zu kriegen. Ah, jetzt geht's hier weiter mit dem nächsten Blau. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön. Wie geht es dir? Erzähl, erzähl. Oh, danke, danke. Erzähl mir. Ich war lange nicht da. Gibt's was Neues? Bitte, ich möchte wissen, ob was Neues gibt. Ich hoffe, es allen gut geht und so, weil war ja Sturm und so. Oh mein Gott, danke schön. Ist komplett aus der Fuß. Ich glaube, du hast voll kurz Ring Fit Adventure gemacht, oder? Ich habe ganz kurz das nur so im Augenwinkel gesehen. Also ich sehe immer noch, du bist bei mir immer noch online angezeigt. Hat Spaß gemacht? Hast die Welt gerettet? So. Ich wollte das jetzt hier ungefähr hier so hinmachen. Zack. Yay, yeah, Welt gerettet. Nice. Hast gesehen, ich habe jetzt so ein Chatfenster hier reingemacht. Ich hoffe, dass der gut lesbar ist. So, jetzt mischen wir das Blau mit dem Ultramarin. Mehr davon. Geht mir mehr davon. Ich muss ein bisschen gucken, weil die Farbe glänzt so krass. Da geht mir mehr davon. Misch, 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 misch. Ja, ich glaube, das ist okay, oder? ja, unten links, die verschwinden nach einer Zeit. Ich habe mir gedacht, da ich ja die Videos auch auf YouTube hochladen möchte, sollte ich auch eine Art Chatfenster drin haben. Weil ich rede ja mit euch. Und wenn man dann auf YouTube guckt, da fragt man sich, hä, mit wem quatscht die denn da? Und so kann man dann kurz lesen, was ihr so schreibt. Oder welche Musik hier gerade läuft. So, jetzt muss ich gucken. Ich muss dieses Blau mit dem Gelb mischen. Vielleicht nehme ich mir doch mal kurz den Spachtel und schieb das darüber. Oder schieb mir das hier unten nochmal hin. Ich brauche ja gleich eigentlich auch noch diese gemischten Farben, ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe hier oben in der Ecke noch ein bisschen Platz, aber das seht ihr so schlecht. Da muss ich mal gucken, ob ich das hier unten irgendwie noch reinkriege. Ich habe hier ja auch noch ein bisschen Platz. Dann schiebe ich mal so ein bisschen. Und schnapp mir mal kurz... Ach, komm. Ihr habt nicht alle so einen Spatel zu Hause, ne? Dann nehmen wir einfach den Pinsel. So, um das von der orangen Farbe wegzubewegen. Und schieben das hier hin. Ja, hat funktioniert. So, hier ist das Gelb. Kein Orange dran. Dann schnappen wir so ein bisschen hier von. Guck mal, ich habe nur so ein bisschen genommen. Und schon grün. Hier ist Dreck. Ist das da drauf? Ja. Wir so ein bisschen mehr Farbe haben. So. Ganz viel Gelb. Kommt das hier hin. Ich habe ein bisschen mehr von diesem Blau. Oh, das war zu viel. Das war zu viel. Ich muss hier hin. Und nochmal so eine Pinselspitze Wasser. Okay, mach das. Viel Spaß dabei. Ich habe zu viel Blau genommen. Seht ihr, das meinte ich mit, die dunklen Farben sind dominanter als die hellen Farben. Ich brauche nur so ein bisschen Blau und schon habe ich voll das dunkle Grün hier. So ein bisschen Übergang. Mische ich hier diese Stelle für Übergang. Okay, das geht noch. Dann mischen wir hier ein bisschen.
Ja. Hier ein bisschen mehr von dem Blau. Okay, das ist immer noch der gleiche Farbton. Gehen wir ein bisschen weiter ins Blau halt. Okay. Wir noch mehr ins Blau. Noch mehr Blau. Ist schon fast komplett bedeckt. Mal den Pinsel irgendwie sauber kriegen. Ich. So. Muss nämlich hier noch ein bisschen mehr Übergang machen. Dafür brauche ich mehr Gelb. Könnt das sehen, ne? Das ist noch in der Kamera drin. Ja. Machen wir hier ein bisschen mehr Gelb rein. Jetzt müsste hier noch ein bisschen mehr Übergang. Ich glaube, das ist dieser Bereich hier, oder? Ja, der passt. Ah, der Pinsel ist, glaube ich, zu nass für sowas. Der hebt die Farbe halt wieder an dann, weil die Farbe halt wasserlöslich ist. Bisschen mehr Blau. Ja. Mache ich den Pinsel nochmal sauber, so gut wie es geht. Wir brauchen jetzt hier noch so ein bisschen mehr Übergang. Das Blau einfach verschwunden ist. So, da muss ich nochmal drüber gehen. Jetzt muss ich auch noch mal in das andere Blau. Das Ultramarin heißt das. Steht zumindest auf der Packung. So, hier so. Okay, hier muss ich jetzt gucken, wie ich das gemischt kriege. Damit das ein wunderschöner Übergang ist. Ich möchte gerne den Pinsel ein bisschen trockener haben. Zu dunkel aus. Ich glaube, das muss einfach nur vernünftig runtertrocknen. Ich sehe das nicht, solange das noch nass ist. Menno. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Das muss trocknen, weil solange das noch so nass ist, wird das nicht so gut. Und ich kann jetzt hier sehen, dass da noch ein paar Problemchen sind. Aber ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Das wird kalt. So. Und den Pinsel noch mal ganz leicht nass gemacht. Versucht diesen Ton noch mal hier zu erwischen. Guckt nämlich noch so ein bisschen von dem Blau durch. Ah, das wird zu nass. Also zu transparent. Ah, ich glaube, ich lasse das erstmal so. So,
Jetzt haben wir den Kreis hier soweit fertig. Und er sieht doch schon wieder komplett anders aus als mit Magenta und Cyan, oder? Aber trotzdem sieht es nach einem richtigen Farbkreis aus. So, hier der Vergleich. Kann man das sehen? Ich schiebe das mal so rüber. So im Vergleich, ne? Wir haben natürlich nicht diesen knalligen Rosaton. Wir haben auch nicht wirklich diesen Cyanton, aber wir haben so einen ähnlichen Ton hier. Ja, und andere Grüntöne, glaube ich sogar. Aber das hier wirkt alles so dumpf und so blass. So, ich wollte jetzt hier unten mir mit den Farben einen Braun ermischen. Weil ich weiß, man könnte theoretisch schon nur mit den Farben hier recht viel anstellen. Aber damit hätten wir jetzt zum Beispiel hier diese Lidertöne nicht kriegen können. Oder diese Türkistöne. Ich glaube, das hätte sich so ein bisschen gebissen. Ich überlege gerade. Gab es noch irgendetwas, was wir jetzt besprechen müssen? Oder machen wir gleich alles zusammen? Ich trinke noch schnell einen Kaffee und denke nach. Okay. Ja, hier wollte ich die Farben jetzt einfach so zusammenmischen und versuchen, Brauntöne zu erreichen. Wir haben ja hier eigentlich schon, ne? Wir haben hier so ein Ockergelb und dann haben wir hier so einen rötlichen Braun. Oder so ein rötliches Braun, einen dunklen Braun und ein Schwarz. Ich versuche jetzt einfach mal diese Farben zusammenzumischen. So, ich würde mit dem Ockergelb anfangen. Dafür schnappe ich mir hier jetzt das restliche Gelb. Packen wir das hier hin. Und das Gegenteil von dem Gelb ist Lila. Also, ne, die liegen immer gegenüber, die Komplementärfarben. Ne, hier Rot und Grün, so Gelb und Violett, Blau und Orange. So, und hier in dem Ockergelb ist sehr viel Gelb drin. Darum versuche ich nur so ein bisschen Lila reinzumischen, um den Ton zu erreichen. Ich werde ihn, glaube ich, nicht perfekt treffen. Oh, ich hätte vielleicht nicht mit dem gelben Dings rangehen können. Aber ich werde einen ähnlichen Ton hinkriegen, denke ich. Weil das ist ja Sinn der Sache. Man sollte halt nur wissen, warum das so ist. Ja, der ist noch zu gelb und ich habe jetzt zu viel Farbe am Pinsel. Ne, in der Kamera sieht er dem schon echt ähnlich. Aber hier auf meiner Palette sieht er noch richtig quietschgelb aus. So, ich schnapp mir nochmal hier das Rot. Und das. Ich nehme auch nicht das andere Rot, weil da ist auch schon viel Gelb drin. Würde ich ja nur wieder so einen Orangeton kriegen. Schon wieder noch ein bisschen mehr. Zu viel, zu viel. So, das mache ich jetzt hier hin. Das ist sehr, sehr viel. Also, wie gesagt, dunkle Farben sind sehr dominant. Wenn ich das jetzt komplett mischen würde, könnte das zu dunkel werden. Könnte aber auch genau richtig sein, darum arbeite ich jetzt langsam dahin. Ich schnapp mir mal so ein bisschen und mach dann so. So, lass mich mal kurz in der Kamera gucken. Und in der Kamera sieht es diesem Farbton schon recht ähnlich. Ich habe nur zu wenig davon. Mische ich jetzt noch mehr. Und ich versuche mehr zu mischen. Seht ihr, wie wenig ich habe? Ich könnte da halt jetzt noch Wasser dazu nehmen, aber dann ist es mir zu transparent. Und das will ich auch nicht. Aber ich muss einen Tacken Wasser nehmen. Ich nehme auch wirklich nur die Pinselspitze. Mehr nicht. Und wenn ich jetzt nach da oben gucke, ist das ein Tacken dunkler. Ein bisschen mehr Gelb dazu mischen und nochmal drüber gehen.
Nur die hellen Farbtöne, die können auch die Farben aufhellen, aber nicht ultra krass. Ja, der ist ein bisschen zu rot geworden, ne? Also in der Kamera sieht es ein bisschen zu rot aus. Das finde ich nicht gut. Spitze Wasser. Ja, ich glaube, das ist okay so. So, ich überspringe jetzt das zweite. Das zweite wäre dieser Rotton, dieser Braunton. Ich nehme jetzt den ganz dunklen. Und ich überlege, ob ich bei der Farbmischung bleibe, weil der dunkelste Ton, den wir hier gemischt hatten, war ja auch so ein lila Ton hier. Wie gesagt, vom lila. Die Gegenteilfarbe ist gelb. Also werde ich jetzt wieder versuchen, hier ein dunkles Lila zu mischen. Ich gehe einfach hier rein. Hier ist nämlich noch ein bisschen gelb drin. Das wird zu Gelb-Orange, ich brauche mehr von dem Grün, von dem Blau, damit es mir ins Grünliche geht. Brauche ich mehr von dem Gelb. Klar, das hier. Ich habe nichts abbekommen, weil das schon trocken ist. Yeah! So. Wollen wir jetzt hier das hier mitzunehmen? Das Gelb hat das jetzt aufgehellt. Es ist zu hell. Es ist zu hell als das hier. Wenn ich das jetzt hier drauf trage, oder ist das okay? Hier wirkt das so hell, aber auf dem Papier ist okay. Ich muss leider ein bisschen Wasser dazu nehmen, das heißt, es wird ein bisschen transparenter. Sieht das denn bei euch in der Kamera aus? Das sieht okay aus. So, von Schwarz werde ich glaube ich nicht hinkriegen, oder? Jetzt nicht mit dem schmutzigen Pinsel an das Lila gehen. Das Ding ist ein bisschen krumm gerade. So. Jetzt versuchen hier diesen Lila-Ton rauszuschneiden. Jetzt muss ich gucken. Es muss auf jeden Fall was Gelbliches rein. Ich glaube, ich sollte eher so ein Grün nehmen. Ja, kann ich da jetzt einfach dran greifen? Der Pinsel ist nicht sauber, deswegen. Also ja, es wirkt eher nach so einem rötlichem Lila, deswegen versuche ich mehr mit so einem Grünton zu mischen, weil das halt das Gegenteil ist, um noch einen dunkleren Ton rauszukriegen. Mal sehen, ob das klappt, ob ich das richtig erkenne. Bisschen mehr Rot rein, weil das jetzt so grünlich wirkt.
Für mehr Grün, das rötlich wirkt. Ja, es ist natürlich sehr verdünnt, weil ich halt alles mit dem Wasser ja nochmal angemischt habe. Deswegen ist das jetzt mehr so wie Aquarell. Meh. Muss ich gleich noch eine Schicht drüber gehen. Warte ich, bis es trocken ist. Jetzt fehlt noch das hier. Dafür nehme ich mir einfach. Ich glaube, einen Tacken hiervon, oder? Oder hiervon. Ne, so viel Blau ist nicht drin, also nehme ich was von diesem Gelb-Rot. Und mische das einfach mit hier rein. Das ist zu viel. Und schon trocken. Ja. Schade, schade. Ist natürlich jetzt auch verdünnt, weil ich sehr viel Wasser genommen habe. Aber es ist in etwa der Braunton. Irgendwie mehr Farbe nehmen, damit das so ein bisschen deckender ist. Kann ja noch komplett durchgucken. Voll doof. Ja, hier, das hier ist kein richtiges Schwarz geworden, sondern eher so ein kühles Braun. Aber das haben wir ja hier auch nicht. Ich finde aber, ich habe die drei Brauntöne relativ gut getroffen. Also das hier wirkt noch einen Tacken zu grün. Da müsste ein Hauch Rot bzw. Orange mit rein. Das haben wir hier zwar nicht in unserer Palette, aber das können wir uns ja sehr gut mischen. So. Was habe ich hier als nächstes? Ein Grauwert. Genau, ich wollte eigentlich, habe ich das hier, finde ich das jetzt auch so schnell, ich habe das nicht vorbereitet. Verdammt, aber ich wollte es unbedingt noch gerne zeigen und erklären. Gründe. Da. Oh, das muss jetzt erst runtergeladen werden, was? Ich habe hier so ein paar Technikprobleme. Es tut mir leid. Ja, richtig merkwürdig, gell? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Ich hab das doch, glaube ich, hier irgendwo. Ja. Habe ich. Und zwar wollte ich euch was zeigen. Es gibt so eine App, die gibt's für Apple und auch Android. Und da wollte ich eigentlich nur ganz kurz das mit den Farben zeigen. Ist voll viel Werbung. Neue Leinwand, bla bla bla, blob, fertig. So, ich habe jetzt einfach eine neue Leinwand angemacht. Ich muss das hier heben, weil das hier ja noch feucht ist, obwohl, warte mal, so. So, ich wollte nur ganz kurz, so, hier drüber sprechen. Und zwar ist so eine Technik vielleicht ganz praktisch für Leute, die die Farben nicht so gut raussehen können, was jetzt warm oder kalt ist oder so. Im Prinzip haben wir hier ja auch diesen Farbkreis. Ne, so ähnlich wie den ich hier gemalt habe oder den anderen. Nur bezieht der sich hier auf RGB halt. Das ist ein ganz anderer Farbraum als das, was wir hier haben. Wir haben hier Körperfarben, CMYK, also Cyan, Magenta, Yellow. Und das hier ist RGB, also Rot, Grün und Blau. Das sind Lichtfarben. Mir geht es jetzt mehr so darum, mit diesen Grauwerten und so. Kann man das hier auch zeigen? Ich bin mir nicht sicher. Ja.
Aber man kann nicht wechseln. Ich habe das vorhin auf dem Handy getestet. Das Handy kann ich euch schlecht zeigen, weil ich damit ja gerade eben filme. Ich sehe auch gerade, dass ich noch so voll bin. So, zack. Ich hatte mein Handy noch ganz hell. Und so viel Akku habe ich nicht. Hey, wieso kann ich das? Kann ich das denn hier wechseln? Ne, das sind nur Paletten. Wieso ist der denn hier anders als auf dem Handy? Wie kann ich euch das so schlecht zeigen? Das ist jetzt ein doofer Vorführeffekt. Das tut mir leid. Ja, hier sind die Paletten. Hier ist ihr Farbding. Also auf dem Handy konnte ich noch den Farbwert ändern, dass er halt, ist das HSK gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Ich sollte sowas können. Nee, das sind nur Pinseinstellungen. Schade, schade. Ja, auf jeden Fall könnt ihr hier mit dem Kreis halt sehen, ne? Wie gesagt, wir haben hier unseren Farbkreis. Das ist der Farbwert. Oder auch auf Englisch Hue heißt das dann. da kann man jetzt zum Beispiel eine Farbe wählen. Weiß nicht, hier, das ist das Blau. Genau. Und dann könnte der halt mit Weiß gemischt sein. Oder mit Schwarz. Oder halt auch ins Grau gehen. So, und ihr könntet theoretisch, wenn ihr mit so einer App arbeitet, ein Foto hier hochladen. Und die Pipette nehmen. Die Pipette und da kann man einfach so einen Farbwert rausnehmen. Hier ist jetzt auf jeden Fall weiß. Ne, hätten wir jetzt ein Bild. Sekunde, ich guck mal, ob ich irgendwie ein Bild noch hier auf dem iPad habe. Wo ging das? Ich glaube hier genau bei den Ebenen. Blabliblub. Man könnte sogar ein Foto machen. So, machen wir ein Foto einfach. Ich will die Kamera benutzen. Ja. Doch, das ist erlaubt. Hier ist jetzt meine Kamera. Sagen wir mal hier, wir haben hier meinen Farbkreis. Und ich nehme jetzt das Gemischte. Das da. Zack, hier ist mein Foto. Sagen, yo, nehmen wir. Zoom noch ein bisschen ran. Ist jetzt nur ein Beispiel. nein, keine Linien. So, jetzt nehmen wir die Pipette und ziehen hier einfach diesen Farbwert raus. So, dann sehen wir, dass das hier im Orangeton ist. Ich hoffe, das kann man erkennen. Mit dem Lichtkreis so. Genau, das ist im Orangeton mit ein bisschen Schwarz drin. Und ein bisschen Grau. Also nicht mehr komplett reine Farbe, sondern halt in so einem Grauton. Das Gefühl, man sieht das nicht so gut. Was ist, wenn ich mit der Pipette eine andere Farbe nehme? Die hier vielleicht. Die ist auch in so einem dunklen Ton. Was mit dem Papier? Jetzt, wenn wir die Farbe vom Papier nehmen. Ja, die ist so, zum Beispiel ein bisschen gelblich. Ich will nur versuchen, euch das zu zeigen, wie ihr selber nachher eine Farbe rausmischen könnt. Wenn ihr nicht wisst, welche Farbe ihr braucht. Ich glaube, Kameras oder so können das auch am Handy, aber ich weiß, dass ja, solche Zeichen-Apps, die funktionieren auch ganz gut. So, denn ich wollte jetzt Grautöne mischen, weil man mit den Grautönen auch die Farben halt mischen kann. Und dann werden die nicht so hübsch. Aber erstmal Kaffee, weil mein Hals macht gerade nicht mehr mit. Und ich glaube, die Musik hat aufgehört. Wieso hat denn die Musik aufgehört? Sollte doch auf Dauerschleife sein. Hey. Ah, lala, da ist sie wieder. Ich muss mal das hier zu nehmen, ob ich das nochmal hier drauf kriege. Nö, kriege ich nicht. So. Jetzt haben wir noch weiß und schwarz und werden damit grau mischen. Gucken, dass hier auch alles sauber ist. Wie gesagt, dunkle Farben sind dominanter als helle Farben. Also versuche ich hiervon ein bisschen mehr zu nehmen. Vom Schwarz ein bisschen weniger. Packen wir das auch hier hin.
dass das reichen wird, oder? Ja. Theoretisch ja, ich weiß noch nicht, wie gut ich jetzt mischen kann. Zack. Das Gute ist halt, wenn man mit wenig Farm arbeitet, ne, dann muss man ja mischen. Dann lernt man auch ein bisschen mehr mit den Farm. So, wir machen Weiß hier hin. Und anstatt jetzt direkt eine Pinsel sauber zu machen und schwarz zu nehmen, werde ich einfach schon mal so langsam dahin arbeiten. Ich werde mich ein bisschen weiß verteilen. Und dann ganz bisschen. Wirklich nur so ein bisschen die Pinselspitze. Zack, guck mal, wie dunkel das schon wird. Einfach, weil schwarz so mega dominant ist. So, jetzt nehmen wir ein bisschen hier von. Ah, zu viel. Zu viel. Ah, zu viel. Was mache ich jetzt? So. Ja. Ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, Gouache trocknet dunkler runter. Ich nehme immer so ein bisschen mehr von dem Schwarz mit rein. Noch dunkler werden oder habe ich einfach ein paar Schritte übersprungen? Ich glaube, ich habe ein paar Schritte übersprungen. Ich treffe auch die Kästchen nicht mehr so richtig mit dem Pinsel. Richtig durcheinander. Ich glaube, ich habe ein paar Schritte übersprungen damit. Ich weiß nicht, wie dunkel ich jetzt hier noch werden kann. Hätte ich mir auch ein bisschen besser machen können, weil hier ist direkt schon vom Weiß so mega dunkel geworden. Ja, muss ich gucken, wie ich das jetzt mache. Ach, dass die Farbe halt so glänzt. Also ich sehe halt immer so ein bisschen, dass das dunkler aussieht, aber kann auch sein, dass sie jetzt alle gleich aussehen. Wie sieht es in der Kamera aus? Glänzt es auch noch so ein bisschen. Sonst muss ich warten, bis es trocken ist und dann nochmal drüber gehen. Vielleicht hilft es mir auch, wenn das Schwarz doch schon mal drauf ist. Weil dann weiß ich ja, welche Schritte mir noch fehlen. Hätte ich doch machen sollen. Ich wollte halt nicht so viel Farbe verschwenden. So. Nehmen wir hier das Schwarz und schmeißen das einfach hier in das Kästchen. Ach, was für ein ordentliches Kästchen. So, das wollte ich in dem nächsten, also in dieser nächsten Spalte, mal zeigen, wie Farben aussehen, wenn man die mit Weiß oder Schwarz mischt. Ich glaube, wir nehmen das Rot hier, weil davon noch so viel übrig ist. Da muss ich jetzt nicht nochmal eine Tube aufmachen. Ich schnapp mir das hier. Wupp. Und pack das hier hin. Versuch das hier ein bisschen mitzunehmen, zum Saubermachen. Da war nämlich noch ein bisschen Lila dran.
Dass das hier nicht so deckend wurde, das ja auch nicht, finde ich ein bisschen doof. Wollt ihr denn, dass ich nachher das Bild auch im Discord hochlade oder eher nicht? Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Es ist ja halt jetzt ohne diese primären Grundfarben-Gedöns. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, hier wollte ich so einen kompletten Übergang machen. Also machen wir zuerst das Rot. Das etwa hier so in die Mitte. Oder ich frage gleich einfach mal im Discord, ob ihr das haben wollt oder nicht. Gesagt, ich muss das Video hier eh noch auf YouTube hochladen. Ich denke, vielleicht ist das hilfreich. Ihr müsst mir sagen, ist das hilfreich, was ich hier versuche, zurechtzuwurzeln. So, jetzt haben wir hier nochmal das Weiß. Arbeiten langsam hier zum... So. Mache jetzt hier nur so erstmal so ein paar Schrittchen. Wie gesagt, die Farben glänzen auch dauernd. Das sehe ich gar nicht, wie gerade die Farben aussehen. So, sieht auf jeden Fall nach einem wunderschönen Rosa aus. Und da sieht man dann auch, weil das ist das kühle Rot, dass Rosa eigentlich ein kühler Farbton ist. Also zumindest das aus kühlen Farbtonen besteht. So, ich brauche noch ein bisschen mehr hiervon. Durch den Pinsel ein bisschen sauber und trocken zu kriegen. Oder zumindest klamm. Versuche jetzt hier so diese Übergänge reinzumischen. So, jetzt mischen wir das mit dem Schwarz. Und die Farbe, ja doch, die Farben sieht man noch. Hier ist das Schwarz, ein bisschen hiervon. Ja, der Pinsel ist jetzt nicht mega gut. Wie gesagt, das ist auch nur so ein Billigpinsel. Aber für sowas sollte der reichen zum Üben. Und so. Und wenn die Farben zu trocken sind, funktioniert der eh nicht. Da funktionieren so viele Pinsel nicht. Beziehungsweise kann man dann so Effekte machen. Wie der Bob Ross das immer gemacht hat.
So. So, jetzt versuche ich das wieder zu blenden. Schnapp mir dafür. Nochmal von dem Rot versucht, in das Dunkle reinzublenden. Schmier dabei sehr, sehr viel daneben. Schmier, schmier, schmier. So, ich habe jetzt nur einen Rotton genommen und guck mal, was ich alles für Farben noch aus diesem einen Rotton kriegen konnte. So, und das kann man mit all diesen Farbtönen hier machen. Da habe ich noch einen Schluck Kaffee. Ja, Sekunde. So. Jetzt wollte ich das Ganze nochmal mit Grau machen. Vielleicht nehmen wir nicht wieder diesen Rotton, sondern einen anderen Farbton. Von wem haben wir denn noch so viel? Von dem anderen Rot, aber ich glaube, das sieht dann komisch aus, oder? Ich glaube, das. Ja, wo das Blau. Es fällt nicht so auf. Mit einem Helmton würde das, glaube ich, mehr auffallen. Und doch das andere Rot. Misch mir das mal hier hin. Weil das wollte ich jetzt mit Grau mischen. Ich glaube, den Farbton machen wir hier hin. Gehen dann rüber ins Grau. So. Noch so viel Farbe am Pinsel, die wollte ich nicht verschwenden. Hey, Drakesong ist wieder da. Da habe ich es jetzt sauber. Oh, Hoshi. Ja, ich weiß nicht, ob du was verpasst hast oder nicht. Ich habe gefragt, ob ich den Kreis nachher im Discord hochladen soll. Ja, sauber. Muss ich auch noch machen. Muss mich auch noch waschen. Vielleicht gucke ich auch gleich nochmal, dass ich was für die Arbeit fertig mache. Ich wollte das jetzt mit Grau mischen. Machen wir das einfach hier um. Das hier ist schon wieder trocken, ne? Jetzt nicht mehr. Oh, ich habe hier noch was von dem Rot drin. Ich brauche aber halt erstmal einen Grauton, also mische ich mir das ganze Weiß hier mit dem Schwarz. Einfach nur, damit ich einen Grauton habe. Guck mal, wie viel Weiß ich genommen habe und trotzdem ist jetzt dieser Ton so dunkel. Und das meiste bleibt im Pinsel hängen, das ist doof. Hätte ich vielleicht doch mit diesem Schwachtel machen sollen. So, aber ich hoffe, das reicht. Sieht auch nach einem neutralen Grauton aus. Ich glaube, den haben wir hier oben gar nicht richtig getroffen. Guck mal, wie viel Farbe in dem Pinsel ist. Also hier ist noch mehr drin, aber da kann ich nicht mehr machen. Ja gut, dann lade ich das jetzt hoch. So. Wie mische ich denn jetzt? Ich glaube, zum Rot hin mische ich, weil ich hier schon so viel Grau habe. Also nehme ich mir ein bisschen Grau. Ist auch noch in der Kamera drin. Und dann so ein bisschen von diesem Orange-Rot. Ein bisschen schwarz drunter. Aber das wirkt jetzt auch wieder anders als das hier oben. Nicht mehr so viel Grau. Yeah, ist alles hier auf dem Blatt.
Und es glänzt auch so durch. Ich kann gar nicht sehen, wo noch ein bisschen Farbe fehlt. Ist zu schnell gemischt. Mach mal eben den Pinsel sauber. So. Jupp, jupp, jupp. Ah, der Pinsel ist noch nass. Mist. Ich brauche mehr von dem Grau. Nee. Ich habe den Übergang nicht super toll hingekriegt. Hier. Das sollte jetzt gehen. Ich habe eine Federwelle. Bin ich noch live? Hallo, hallo. Ich glaube, ich bin noch live. Ist gerade alles ziemlich pixelig. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Update. Ihr kriegt das doch alles mit, das ist voll doof. Hört nicht hin. So, hier unten habe ich drei Felder, da wollte ich die Komplementärfarben miteinander mischen. Ich hab die ja noch hier irgendwie. Aber auch irgendwie nicht. Oder ich nehme die von hier oben. Aber eigentlich macht es mehr Sinn, die zu nehmen, die wir gemischt haben. So, Komplementärfarben liegen sich hier im Kreis ja immer gegenüber, habe ich ja gesagt. So, habe ich noch irgendwo ein Gelb übrig? Nö, also brauche ich einen Punkt Gelb. Wo packe ich das Gelb hin? Ich glaube auch noch mal hier so hin, dass ihr das sehen könnt. Ich will aber nicht zu viel nehmen. Ich will echt wenig Farben jetzt verballern. So, und gegenüber von dem Gelb ist dieses Lila. Habe ich davon noch genug zu mischen? Ich glaube schon. Ja doch, das kriege ich noch hin, dass ich mir das noch mal mischen kann. Ja, dann fangen wir hier mit dem Gelb an. Solange es noch sauber ist. Mir komm mit. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich dieses Violett hinkriege. Davon haben wir nämlich nicht mehr so viel Farbe. Und das, was wir hier noch haben, ist ist ausgetrocknet. Also in dem Pinselspitze Wasser. Mischen das hier nochmal. Bisschen mehr Blau. So dunkel wie möglich. Weil das Gelb der hellste Ton ist. Ein bisschen hier hin. Ich versuche den Pinsel irgendwie auszubringen. So. Wird wieder vom Gelb bis zum Lila hinmischen, weil, wie gesagt, Gelb ist ein heller Ton. Und von hell sollte man immer zum Dunkel hinmischen, sonst ist alles zu dunkel.
Sollten wir eigentlich so ungefähr einen Ton hinkriegen. In der Mitte. Es ist sehr viel Wasser drin, das ist nicht schön. Aber das liegt an dem Lila. Lila ist sehr wässrig. Es glänzt schon wieder alles so doll. Ich sehe doch nichts, wenn alles glänzt. So. Nicht besonders gut geworden. Ich werde versuchen, noch mal ein bisschen drüber zu gehen, hier beim Gelb zumindest. Ja, das gefällt mir schon besser. Mehr Gelb. Einfach nur noch ein bisschen mehr Gelb und dann sieht gut aus, hoffe ich. Sollte es zumindest. Zu nass. Ist einfach zu nass für sowas. Das sind Gouache-Farben, keine Aquarellfarben. Grrr. Grrr. Dup, dup, dup. Ja, muss warten, bis trocken ist. Machen wir als nächstes nach dem Lila. Wollen wir das Rot nehmen? Das wäre halt dann jetzt hier das Rot. Das haben wir noch hier. Und das Grün, das haben wir auch noch hier. Aber nicht mehr viel, das wird sehr wässrig, wenn ich das jetzt versuche zu nehmen. Aber ich versuche es trotzdem. Ist vielleicht nicht ganz so deckend. Schnell den Pinsel wieder sauber machen. Und dann müssen wir das Grün da klauen. Dafür muss aber erst der Pinsel sauber sein. Das soll doch da auf der Fläche gemischt werden. Richtig. Hi, schön, dass du da bist. Wie geht es dir, Füchsin? Erzähl, erzähl, ich war so lange nicht mehr da. Ich habe bestimmt voll viel verpasst. Izzy, ich hoffe, du bist nicht untergegangen hier in Deutschland. Mehr Gelb. Komm schon. Ich habe keine Lust, jetzt extra dafür neue Farbe aus dem Turm rauszuziehen und neu zu wischen. Warst auch lange nicht mehr da? Ich glaube, letzte Woche war ich einfach nur nicht mehr da. Ich mache gerade ein bisschen Farbenlehre, aber halt mit anderen Farben. Also ich habe schon mal das mit so Magenta und Cyan gemacht. Habe jetzt aber auch einen anderen Kreis gemacht, wo die Übergänge ein bisschen besser sind. Und dann fiel mir aber ein, wenn man so in so einem Laden ist und das einfach mal so aus Spaß ausprobieren möchte,
dann gibt es ja in den ganzen günstigen Läden gar nicht diese Grundfarben. Aber dafür andere Farben. Und die habe ich mir jetzt einfach aus meinem Gouache-Set rausgesucht und versucht damit zu mischen, um euch zu zeigen, dass man damit auch ganz viele coole Farben machen kann. Ja, also hier oben ist die Palette, die ich benutzt habe. Und ja, mische ich jetzt rum. Aber ich bin auch fast fertig. Ich werde aber dann einfach das Blatt hier fotografieren und im Discord hochladen, wenn das jemand interessiert. Ich denke ja, ne? Ist ja eigentlich interessant. Und ich werde das Video auf YouTube hochladen. Auch wenn ich mich mega oft verhaspelt habe. Ist mir egal. So bin ich halt. Müsste mich so akzeptieren, wie ich bin. Und ich habe jetzt eine Chatbox hier drin, damit man auf YouTube auch sehen kann, was die Leute fragen oder sagen. So circa 3 Wochen nicht da und da. Neues Haus. Ah, oh, schön, dass ihr umzieht. Das freut mich. Das neue Haus, das heißt, du hast da bestimmt mega viel Platz. Kriegst du auch ein Atelier und so? Ich hoffe ja. Ich wünsche es dir. Nämlich auch bald um, aber erst so Ende des Jahres. So. Ist jetzt wieder voll wässrig. So. Ich habe schon rumdiskutiert. Ich habe rumgejammert, ich will ein Zimmer für mich haben. Wenn ich umziehe, aber mein Freund hat gesagt, ich krieg dann draußen einfach im Garten so ein Gartenhäuschen. So eine Hundehütte baut er mir dann. Er ist voll nett. Darum wünsche ich dir, dass es bei dir viel netter gemacht wird. So, jetzt haben wir gelb und lila. Grün, grün und rot. Hier, ja, fehlt nur noch blau und orange. Da ist orange und da ist blau. Coolio. Pinselspitze Wasser. Und hier mehr von dem Gelb versuche ich zu nehmen. Was könnt ihr denn noch sehen? Hier die Ecke könnt ihr noch sehen, oder? Ist die noch in der Kamera? Die Ecke? Wie gesagt, jetzt nur für dieses kleine Feld möchte ich nicht extra nochmal Farben aus den Tuben quetschen. Weil die müsste ich ja dann jetzt auch nochmal anmischen. Und nein. So ein Hauchgelb da. So. Misch, misch, misch. Kunst- und Leseecke, das klingt voll schön. Da habt ihr bestimmt auch mega viel zu tun, oder? Wann ziehst du denn um? Wann muss ich denn. Wann werde ich denn traurig sein, dass keine Videos mehr kommen? Oder keine Streams mehr? So, ich mische jetzt hier einfach diesen Blauton. Ich habe jetzt diesen Orangeton ungefähr. Ja, der geht mir ins. In das Ultramarinblau. Hier bleibt nichts drauf liegen. Guckt euch das an. Nichts wieder drauf liegen bleiben. Richtig frech. Liegt es an der Palette oder an der Farbe? Keine Ahnung. Da muss ich halt hier drauf mischen. Schon keine. Oh nein! Yeah! Keine Streams. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass ihr das alles schön einrichten könnt und so, dass alles klappen wird.
Ich merke das ja jetzt auch schon bei mir. Ich werde erst im Oktober umziehen, aber ich mache mir jetzt schon Gedanken, was ich wo machen will. Aber andersrum ist das Haus eh schon fertig eingerichtet und ich muss eh kaum noch was machen, weil ich frech bin. Kriegst du dann auch einen schönen Garten dazu? Kannst du dir da auch so eine Malecke fertig machen? Dass du dann schön entspannt, immer wenn es warm ist, sonnig, einfach eine Runde malen kannst. Oder zeichnen. Tacken mehr Wasser. Das war zu viel Wasser. Hier wird jetzt ein bisschen grünlich, wegen dem ganzen Gelb da drin. Ist halt nicht mehr besonders deckend. Meh. Abwarten, dass es trocken ist und einfach noch eine Schicht drüber machen. warte mal. Der Garten ist riesig. Boah, ich beneide dich jetzt vor. Kannst du voll viel schöne Blümchen machen, Gemüse anpflanzen und so. Jetzt noch. Okay, danke. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich noch da sein werde. Weil ich hauptsächlich das hier fertig machen wollte, weil ich habe eine Art Auftrag gekriegt, so ein großes Bild malen mit Acryl. Und da bin ich komplett außer Übung. Und für Acryl habe ich halt die Grundfarben auch nicht und habe mir gedacht, komm, dann mache ich mir hier so eine Art Cheat Sheet. Oh, dachte mir, vielleicht möchte jemand zugucken. Ja, viel Spaß beim Planen. Ich bin jetzt hier soweit fertig. So. Ich überlege, ob jetzt noch irgendwas Wichtiges mit da rein muss. Oder hat noch jemand, fällt noch irgendjemandem was ein, was er da drin haben möchte? Weil ich fand jetzt wichtig, dass wir einmal die Farben geswatcht haben, die wir zur Verfügung haben. Dann, dass wir die nochmal mischen. Dass man da dann auch sieht, ja gut, ich könnte hier dieses Grün kann ich mir mischen, aber bei dem werde ich vielleicht bald für ein Probleme haben, weil das so ein schmutziges Grün ist. Ist noch ein Orange können wir gut mischen, mehrere. Auch das mit dem Rot. Wir haben hier so ein Orangerot und so ein fast so ein Rosarot, aber wenn wir beide zusammen mischen, kriegen wir so ein schönes knalliges Rot. Denk mal, dass das noch wichtig ist. Na, die Grautöne habe ich nicht so gut getroffen. Ich habe jetzt auch nichts mehr hier drauf. Ja, das hier war sehr. Die Brauntöne habe ich nicht mehr ganz gut getroffen. Also hier zumindest nicht. Müsste ich nochmal eine Schicht drüber machen, wenn alles ein bisschen trockener ist. Vielleicht mache ich das dann noch und dann lade ich das erst hoch. Ich finde, hier habe ich einen schönen warmen Grauton erwischt, der aber halt grau wirkt, einfach weil der so nass war, weil er so transparent geworden ist. Glaube, sonst fällt mir jetzt nichts Wichtiges zu diesem Cheat Sheet ein. Das sind die Farben, die ich verwendet habe, hauptsächlich. Die ich nicht verwendet habe, sind diese hier. Nämlich die Brauntöne und die beiden Grüntöne. Die sind ja meistens im Set, weil man die halt oft benutzt in der Natur und da muss man sich das nicht dauernd mischen. Und wie gesagt, oft kann man die gar nicht richtig mischen. Ich muss ein bisschen Text zuschreiben. Was ist? Vielleicht sogar die Namen der Farben, das wäre eine Idee, ne?
Ich überlege, was noch. Vielleicht noch, wo warm und kalt ist. Oh, fällt mir noch was ein, was jetzt noch wichtig war? Ich hätte mir eine Liste machen sollen, was alles wichtig ist, dass wir das hier besprechen. Habe ich leider nicht gemacht, das tut mir leid. Vielleicht fällt mir später noch was ein für den Discord. Ja. Ja gut, dann würde ich jetzt erstmal offline gehen, die Sachen hochladen, wenn es trocken ist und ich nochmal drüber gemalt habe, wenn ich es nicht vergesse. Und sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.